Saddam Hussein als Gefahr zu beseitigen, so berechtigt der Punkt ist, das Leiden des irakischen Volkes endlich zu beenden. Und so berechtigt. Genau, wie viele Diktaturen schrecklicher Art gibt es, die. Herr Minister Schiddy, darf ich da muss ich doch mal fragen. Das muss ich mal, wo kommen wir eigentlich mit der Völkerrechtsordnung hin, wenn wir anfangen, das über Kriege? Ich bin ja da sehr, sehr auf Ihrer Seite. Wir haben eine kluge Politik gemacht, die Europas Teilung zu überwinden. Übrigens mit einer Supermacht auf der östlichen Seite, die auch noch nicht gerade an die Menschenrechte gehalten hatte, die auch übrigens im Besitz von Massenvernichtungsmitteln war. Und ich glaube, das ist erfolgreich. Da kann man übrigens sagen, haben mehreren Anteil. Und war auch Festigkeit auf der militärischen Seite, will ich durchaus als Anhänger auch einer Friedensbewegung sagen, dass das auch seine Bedeutung hat. Vielleicht war sogar das Zusammenspiel wichtig. Vielleicht kann man auch daraus lernen, dass manchmal zwei Positionen ganz gut zusammenkommen. Sie meinen die Position der Friedensbewegung? Ja, der Friedensbewegung und auch einer klaren militärischen Komponente, das Stoppsignal. Ja. Ich glaube, dass man beides sehen muss. Eine völlig eindimensionale Erklärung der europäischen Entwicklung, wenn man immer nur eine Seite sieht dabei. Also wenn Herr Schilly mich hätte ausreden lassen, wären wir möglicherweise auf den Punkt ja auch gekommen. Ich bin auch dafür, dass wir die Rechtsordnung der Vereinten Nationen versuchen zu erhalten. Denn alles andere wäre Chaos. Und ich hatte ja gerade gesagt, was ich kritisiere, ist, dass die Vereinigten Staaten ständig die Positionen gewechselt haben. Das macht es so schwer. Ja, nur, Herr Norman, das Problem ist, das Problem besteht doch da. Ja, bitteschön. Nur mal ganz kurz. Ich würde gerne auf Ihren Einwand, es gibt ja viele Diktaturen auf der Welt. Das ist sicher richtig, Herr Schilly. Aber der Irak ist die einzige, die seit 12 Jahren unter Kapitel 7 Sanktionen der Vereinten Nationen steht. Die einzige, wo unter friedenserzwingenden Maßnahmen 16 Resolutionen gegen ein Land verhängt worden sind, um es endlich zur Entwaffnung zu zwingen. Das einzige Land, und Sie werden auch nicht viele andere Diktaturen finden, was in 20 Jahren 2 Kriege begonnen hat, angefangen hat mit über 1 Million Toten. Und das Argument, es gäbe auch noch andere Diktatoren und solange man gegen die nichts mache, dürfe man hier nichts unternehmen. Das würden Sie als Innenminister auch nicht gelten lassen, wenn ein Polizist sagt, ich fange den jetzt nicht, weil noch so viele andere frei rumlaufen. Man muss aufpassen, dass man nicht die falschen Vergleiche wählt. Da kommen aber noch 2 einzige dazu, wenn ich Herrn Polenz ergänzen darf. Bitte schön. Das einzige Land, das bislang Massenvernichtungswaffen angriffsweise eingesetzt hat und das einzige Land, das jedes Existenzrecht Israels verweigert. Also da gibt es auch andere, die das Existenzrecht... Herr Schilly, da können Sie suchen, so wie Sie wollen. So apodiktisch wie Saddam Hussein. Das ist sicherlich richtig. Aber ich will das auch gar nicht verschönern, das Regime. Überhaupt nicht. Aber Sie sollten auch beachten, dass im Laufe der Zeit mehr Abrüstungsmaßnahmen durch Inspektionen durchgesetzt worden sind, als durch den Golfkrieg. Das ist eine, so, das und ist deshalb richtig. Sind, doch, das ist richtig. Das, nein, das ist... Das, Herr Schilly, Sie müssen, also selbst wenn Staatspräsidenten das ständig sagen, es wird es nicht wahrer. Die Inspektoren haben mehr Raketen vernichtet, als im Golfkrieg vernichtet wurden. Sie haben keine einzige biologische Waffe vernichtet. Die sind alle angeblich vom Irak vernichtet worden. Diese 157, das soll jetzt überprüft werden. Angeblich. Die werden jetzt gelistet und sollen überprüft werden. Ich würde trotzdem nochmal die Rolle der Inspektoren übernehmen, Herr. Aber was sagen Sie denn dazu, dass die Inspektoren der Meinung sind, sie brauchen mehr Zeit? Und warum ist das nicht die vernünftige? Sehen Sie, weil der Herr Polenz nicht auf den Polizeibeamten verweist, da gibt es auch einen guten Grundsatz, nämlich das Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und da bin ich der Meinung, dass man das richtige Mittel einsetzen muss und nicht zum Krieg greifen muss in einer solchen Situation, sondern man braucht Geduld für den Frieden, Herr Polenz. Das ist meine Überzeugung. Nehmen wir doch den Gedanken mal auf. Und fragen Herrn Ibrahim, wie viel hat sich eigentlich in der Zwischenzeit dank der Inspektoren und dank sicherlich auch des Druckes, der organisiert worden ist, damit die Inspektoren in Ruhe ihre Arbeit machen können, verändert an der Situation? Also zunächst wurde gefordert, dass die Paläste hergezeigt werden sollen. Es wurde verlangt, dass die Inspektoren überhaupt wieder rein dürfen. Es wurde verlangt, dass die Raketen zerstört werden. All diesen Dingen hat sich Saddam gebeugt. Kann man nicht eigentlich wirklich damit von einem Beleg dafür sprechen, dass diese Inspektion Sinn macht? Eine Frage ist übrig geblieben, nämlich er hat also keine Belege darüber, was er mit den chemischen Substanzen gemacht hat. Also mit sehr gefährlichen
chemischen Substanzen. Und bis jetzt hat er keine Angaben gemacht. Doch, hat ja? er jetzt in jüngster Zeit gemacht, zu Antrag von Nervengas. Hat ja, aber nicht vollständig, nicht vollständig. Wir würden auch morgen sehen, dass es nicht vollständig ja, ist. Aber die Frage ist, erstens, ich denke, muss man die These unterstützen, dass Irak keine normale Diktatur ist. Ja? Die Praxis, die Kriege, Gebrauch von verbotenen Waffen, das hat keine Diktatur gemacht. Nicht Idi Amin, nicht Gaddafi, nicht irgendwie ein normaler, in Anführungszeichen, Diktator in der dritten Welt. Das ist jetzt die These, stimmt nicht. Die zweite Sache, was man die Position der Bundesregierung und Frankreich ist problematisch, weil sie nicht weitergehen, nicht weiterdenken. Ja? Was wird geschehen, wenn nach der Krise? Ob jetzt über die UNO und über die Inspektoren der UNO oder durch den Krieg. Ja? Wenn ich also eine Lösung, eine Option, für eine Option plädiere, dann muss ich auch eine Vorstellung haben, was danach geschehen sollte mit dem Irak zum Beispiel, mit der Region zum Beispiel. Wollen Sie die Schutzzone aufgeben? Nein, wollen wir nicht aufgeben. Was wollen Sie? Aber Sie wollen den Irak für ewig in diesem Zustand halten? Auch das nicht. Auch das nicht. Ja, ja. Das ist eine Frage, die wir vielleicht nochmal aufnehmen können. Es gibt ja bei Brecht in der Drei-Groschen-Oper den schönen Satz, ja, sei ein großes Licht, hab du nur einen Plan und hab noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Gibt es denn einen Plan? Gibt es sowohl für den Fall, dass man sich für den Krieg entscheidet, einen Plan? Gibt es auf der anderen Seite für den Fall einen Plan, dass die Entwaffnung des Iraks gelingen sollte? Ja, also auf den Punkt nochmal zu kommen. Es hat sich doch gezeigt, dass Saddam Hussein nur bereit war, die Inspektoren wieder ins Land zu lassen, wegen des amerikanisch-britischen Truppenaufmarsches und wegen des Drucks, der deshalb auf den Irak ausgeübt worden ist. Die russisch-französisch-deutsche Initiative, jetzt weiter mit den Inspektoren zu machen, würde ja, wenn überhaupt, nur funktionieren, wenn die Briten und die Amerikaner den Druck weiter aufrechterhalten. Herr Schiele, dann wäre ja aber das Mindeste, dass unser Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten mal darüber sprechen würde, ob er denn dafür auch bereit wäre. Man kann sich doch nicht hinstellen und kann sagen, also weiter inspizieren, wir sind auch bereit und schicken als Deutsche noch ein paar Inspektoren zusätzlich hin. Ihr Amerikaner, ihr Briten, ihr stellt aber bitte weiter den militärischen Druck bereit und wir Franzosen, Russen, Deutsche übernehmen dann die Regie. Glauben Sie, dass so internationale Politik funktioniert? Herr Pollenz, wissen Sie... Natürlich müssen Regierungen miteinander reden, die reden übrigens miteinander. Es ist ja nicht so, dass wir diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika abgebrochen haben. Ich ja, war selber. Das ist zum Glück war, noch nicht. Nein, ja. Wissen Sie, wir sollten auch als CDU-Oppositioneller daran nicht arbeiten, die Beziehungen zwischen den Amerikanern und Deutschen noch zu verschlechtern. Nein, wir arbeiten im Gegenteil. Nein, sie tun das, nein, sie tun das Gegenteil. Nein, sie tun leider das Gegenteil. Wissen Sie, ich war so oft jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika in der letzten Zeit, dass ich beurteilen kann, was sich da abspielt. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin so freundschaftlich empfangen worden von meinem Justizministerkollegen, von dem neuen Minister für Homeland Security, Tom Ridge, dass es gar nicht besser sein könnte. Das wir haben uns gegen. Ja, nun hören Sie doch mal ja, zu. Das freut ich habe Ihnen doch auch zugehört. Ja. Dann können Sie auch mal einen Moment zuhören. Ja. Und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Es muss unter Freunden möglich sein, auch mal in einer schwierigen Frage anderer Meinung zu sein. Gerade wenn es um Krieg geht. Mhm. Wissen Sie, was mich stört, ist, dass Krieg jetzt wieder als normales Instrument der Politik betrachtet wird. Das ist es. Das nicht. Wird niemals meine Verschlüsselung. Wir haben diesen bösen Clausewitz-Satz ja hoffentlich nicht mehr, den haben wir hoffentlich überwunden. Dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Ja. Das wollen wir nicht weitermachen. Damit haben wir schlechte Erfahrungen in Europa gemacht. Und ich bin für eine konsequente Friedenspolitik, die durchaus auch die Überlegungen mit umfasst. Ach, und Kosovo. Wissen Sie, ich bin der Meinung, Kosovo. Ja, warum? Nein, es geht auch das wie letzte Mittel. Das letzte Mittel, dass die Vergleich mit Kosovo taucht. Krieg überhaupt. Ist Krieg doch. Nein, der Fortsetzung Kosovo, der nein, Politik mit nein, anderen wir Mitteln. Haben nicht einen Krieg, wir haben nicht einen Krieg geführt, um Milosevic aus dem. Milosevic ist erfreulicherweise vom serbischen Volk selber beseitigt worden. Ich wünsche mir, dass das irakische Volk diesen Saddam Hussein auch beseitigt. Aber wir haben einen Krieg geführt im Kosovo, um ein Völkermord an der Stelle zu beenden. Und deshalb ist auch der Krieg, der damals geführt wurde, um den Überfall von auf Kuwait zu begegnen, der war völlig in Ordnung. Der war völlig in Ordnung. Aber es geht nicht, dass wir sozusagen und die Zielsetzung ist auch verändert worden. Es war doch bisher hieß es immer, die militärischen Mittel waren
zunächst einmal benannt worden, Frau Illner hat es ja gesagt, die Zielsetzungen sind ständig verändert worden. Herr Schindler, wollen wir den Gedanken noch mal aufnehmen? Macht, ist das in der Begründung von Herrn Paul beispielsweise, ich habe die Rede im vollen Umfang gehört, zum Beispiel ein Papier verwendet wird von einem Studenten, das stellt sich später heraus, als wird zu einer Begründung eines amerikanischen Studenten, zur Begründung einer solchen Maßnahme verwendet, da muss ich dann schon die Frage stellen, ist die Sorgfalt eigentlich wirklich angebracht? Nun sage ich noch etwas als Innenminister. Okay. Denn was bedeutet eigentlich das für die islamische Welt, wenn wir da einen Krieg führen? Und welche Rückwirkungen müssen wir befürchten in der Terrorszene? Das ist meine große Sorge. Es ist meine große Sorge, dass in der islamischen Welt, dass auch der Nahostkonflikt, der schon blutig genug ist, wir haben die letzten Bilder vor Augen, was da passiert. Schreckliche Bilder. Und was passiert eigentlich da, wenn da der Terrorismus auftritt, wenn der Auftrieb bekommt und die Rekrutierung von Terroristen noch zunimmt und noch schlimmer wird wie vorher? Wir nehmen die Gedanken mal auf. Einmal Gefahr für den Terrorismus, zum Zweiten wird der Krieg eine gewöhnliche Form von Politik. Herr Geldof, Sie schüttelten gerade heftig mit dem Kopf. Die Ursache des Terrorismus im Nahen Osten ist, dass die Menschen dort keine Stimme haben. Die Führer sind Despoten und Tyrannen. Deshalb haben sie diese Wut, die sich im Terrorismus äußert. Und das wird auch sich fortsetzen, ob es da einen Krieg gibt oder nicht. Ich bin nicht für den Krieg. Aber diese Analyse des Terrorismus, dass der sich dadurch verstärkt, ist, glaube ich, ziemlich lächerlich. Man hätte das Problem ohnehin. Nur die werden, das ist immerhin die Beurteilung von ziemlich gut informierten Sicherheitskreisen, dass sie durch einen Krieg eine Situation erhalten, in der es einen stärkeren Auftrieb gibt und die Möglichkeiten für eine Agitation verstärkt werden. Ich sage nicht, dass ohne einen Krieg die Gefahr des Terrorismus gebannt ist. Der 11. September ist ganz jenseits des Irak-Konflikts entstanden. Übrigens auf dem Hintergrund eines religiösen Fanatismus. Das hat übrigens auch gar nichts mit Nord-Süd-Gegensatz oder mit Arm-Reich-Gegensatz zu tun, sondern es ist ein völlig verblendetes Wahnbild dieser Gruppierung um Bin Laden, die sagt, da ist der westliche dekadente Westen und den müssen wir bekämpfen. Das ist deren Wahnvorstellung. Aber durch einen solchen Konflikt, die sind ja nicht alle so Intellektuelle in diesen Gesellschaften, aber eigentlich geht es ja darum, dass diese Menschen keine Stimme haben. Sie haben keine repräsentative Regierung, sondern werden von Despoten und Tyrannen regiert. Und im Nahen Osten wird kaum was gesagt zu diesem Krieg. Ich glaube, eher im Rest der Welt. Und ich glaube, das ist auch ziemlich vielsagend. Frage eines bevorstehenden Krieges. Es war, Herr Naumann, so interessant zu lesen, dass der ehemalige CIA-Chef Woolsey von einem vierten Weltkrieg spricht und sagt, der Gedanke der amerikanischen Regierung müsste nun sein, die Fackel der Demokratisierung nach Arabien zu tragen, zu den 22 arabischen Staaten, die in der Arabischen Liga verbunden und vereint sind miteinander. Und der Irak könnte dafür der Beginn sein. Das ist ungefähr auch das in variierter Wiederholung, was George W. Bush gesagt hat. Für wie realistisch halten Sie es, dass man den arabischen Raum mit dem Start im Irak demokratisieren kann, nach den Vorstellungen George W. Bush? Also ich kenne den arabischen Raum nicht so gut wie wahrscheinlich Herr Ibrahim, aber ich entwickle solchen Gedanken gegenüber eine große Skepsis. Ich glaube nicht, dass die arabische Welt zu diesem Zeitpunkt für eine Westminster-Demokratie nach unserem Stil reif wäre. Das wird lange dauern. Man wird einen geduldigen Prozess gehen müssen. Aber dass das Regime in Bagdad mit das Übelste ist, das in der Region ist, das ist sicherlich etwas, was niemand bestreiten will. Wie kommt der amerikanische Präsident auf eine solche Idee? Können Sie uns das erklären?